nicht, weil zukunftsorientierte und damit gewisserweise junge Politik keine Frage des Alters ist. Aber in Österreich ist Politik gerade in gewissen Bereichen so tradiert und so in traditionellen Bahnen, dass man eben besonders viele strukturkonservative ältere Politiker hat. Und deswegen mag man an der einen oder anderen Stelle auch die Hoffnung haben, dass gerade dann die jungen